Zum Szenetreffen Polaris and Friends hatte Polaris Germany vom 1. bis 3. Mai in den Tagebau Proven bei Hünn-Mölsen gerufen und das bereits zum zweiten Mal. Wir auch hier ein paar Fahrzeuge hochfahren können und das Ganze hier vorne. Hey. Nicht der Kommerz, sondern die Freundschaft und das Offroad-Fahren stehen bei Polaris und Friends im Vordergrund. Diese Message haben die Quad-Piloten verstanden. Mit 370 Teilnehmern freute sich der Veranstalter über 80% mehr Besucher als im vergangenen Jahr. Oh, wir haben letztes Jahr schon riesen Spaß gehabt hier und wir wollten einfach wieder ein Treffen machen, wo alle zusammenkommen, gemeinsam fahren, Gelände testen und unsere Fahrzeuge auch mal ausprobieren. Geboten wurde dem Piloten eine ganze Menge. Die Quad-Freunde Harz hatten zwei Trial-Parcours abgesteckt, einen für ATVs und einen für Side-by-Sides. Gut angenommen wurden die Geschicklichkeitsstrecken nicht nur von den Piloten, sondern auch von den Zuschauern. Bei jeder Stange fieberten sie mit, auf dass die Kugeln beim Umfahren nicht herunterfielen. Gedacht war auch an die Kleinen. Um den Nachwuchs mit motorisierter Fortbewegung vertraut zu machen, gab es einen eigenen Kinderparcours mit Polaris Jugend Side-by-Sides RZR 570. Wir können hier live in dem Tagebau die Fahrzeuge testen und erproben. Wir haben die komplette Polaris Produktrange dabei. Und die Kunden können jedes Fahrzeug ausführlich probieren. Das finde ich schon sehr interessant, weil man sonst im Autohaus oder beim Händler halt meistens nicht alle Fahrzeuge sofort zur Probefahrt zur Verfügung hat. Für Offroad-Testfahrten stand die komplette aktuelle Polaris-Flotte zur Verfügung. Angefangen mit der brandneuen Ace 570 mit Servolenkung, über die Scrambler und Sportsman Topmodelle mit 1000 Kubik, bis hin zu den Side-by-Sides der RZR- und Ranger-Baureihen. Wer macht jetzt eigentlich die Quads sauber? Wer macht unsere Socken sauber? Ja, ich würde sagen, hier die Mädels. Das sind die Frauen. Was? Polaris-Treffer, super! So wird Polaris um ein Revival kaum umhinkommen. Beim Bierchen am Samstagabend verriet Polaris Germany-Boss Uli Schäfer dann auch, dass er da schon wieder Bock drauf hätte.